So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Crystal, beziehungsweise Pokémon Crystal Diary. Für den aufmerksamen Zuschauer gibt es eine kleine Änderung, und zwar, ich bin jetzt wieder hier. Ich habe das Spiel nochmal von vorne angefangen, habe den Spielstand so gut ich konnte nochmal... nachbearbeitet, beziehungsweise nachgestellt und dementsprechend erstens eine andere Tageszeit, klar, weil es jetzt auch bei mir eine andere Tageszeit ist. Ich habe jetzt noch meine Webcam eingebaut, bedeutet, wenn ich tagsüber aufnehme und die Kamera ein super Licht oder akzeptables Licht bekommt, dann kann ich natürlich eine Facecam benutzen. Wenn ich jetzt abends spielen sollte, dann würde ich das eher nicht machen. Ich habe mit dem Randomizer diese Kristalledition nochmal bearbeitet, aber nur ganz kurz oder beziehungsweise ganz geringfügig. Folgendermaßen, und zwar ist es so eingestellt, dass ich manche Entwicklungen, die nur durch Tausch zu entwickeln sind, ich gucke jetzt mal ganz kurz in den Log nach, dementsprechend, wie heißt's, halt durch Level entwickeln, und zwar... Ja, Quapuzzi entwickelt sich hier jetzt in dieser Version auf Level 37 zu Quaxo. Kadabra kann sich auf Level 37 zu Simsala entwickeln. Genauso wie Mashok zu Mashomai, Georock zu Geobatz. Flegmon kann sich zu Lashoking entwickeln in der ursprünglichen Version, wenn man dem Flegmon einen Kingstein gibt und es dann tauscht, dann wird es zu Lashoking. Wenn du ihm aber einen Wasserstein gibst, kann es sich zu Lashoking halt hier in dieser ROM entwickeln für das Let's Play, für das Diary, einfach um sich ein bisschen besser zu, einfach damit es besser ist. Alpollo entwickelt sich auf Level 37 zu Gengar, Onyx entwickelt sich ohne Tausch und ohne Stahlmantel auf Level 30 zu Stalos, Seemon entwickelt sich zu Seedrinking auf Level 40, Sichlor auf Level 30 zu Sherox, Porygon auf Level 30 zu Porygon 2. Genau, so, das waren diese Changes für die Generation 2. Wollte ich nochmal unbedingt hier drin haben, damit ich zumindest ein bisschen was machen kann. Ich habe sonst, wie gesagt, ich habe jetzt mal ein paar Bilder rausgesucht und allem drum und dran, so gut es halt ging. Dementsprechend würde ich sagen, gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ansonsten, jo, habe ich alles soweit weit gespielt, wie ich halt konnte. Ich muss gucken, wie lange ich die mache, diese Folgen, und ob ich da vielleicht irgendwann mal das die ein oder andere Premiere raushaue, weiß ich noch nicht so ganz. Auf jeden Fall wollte ich heute mal ein bisschen mehr aufnehmen. Und ja. So, gut, es ist, wie gesagt, keine Nuzlocke-Challenge. Das ist schon mal ganz entspannt. Es ist, die Pokémon sind nicht randomisiert. Das bedeutet es eigentlich, bis auf die, wie heißt, bis auf die Kapspor ist eigentlich auch ganz cooles Pokémon. Ist nur schwierig zu trainieren. Problem ist, ich muss nochmal Dingsbums umstellen. Problem ist natürlich, dass ich halt schon Pflanzen-Pokémon besitze in meinem Team. Sonst hätte ich Hopspross in mein Team genommen. Weil Wabulu ist okay und Papunga ist eigentlich ziemlich cool. Erst noch mal ein bisschen den Fischgeschmack aus meinem Mund rauskriegen. Ich habe nämlich heute Morgen, wollte ich mal ein bisschen Lachs essen, und das war auch super lecker. Kann ich jedem nur empfehlen, ein-, zweimal die Woche Fisch zu essen. Das ist super gesund. Und Räucherlachs, also mir persönlich schmeckt der Räucherlachs super. Ich nehme da eher den mildgesalzenen, der ist nicht ganz so extrem salzig. Und trotzdem sau lecker. Und ja. Abends gibt es einmal die Woche bei mir Backfisch. Also so. Ja, so ein Dingsbums. So ein Schälchen, was du dir in den Ofen schiebst. Mit einem lecker Kräuterbutter-Baguette. Ah, oh, super. Naja, auf jeden Fall. Muss ich mal einen Kaugummi einsetzen hier. Nicht, dass ich mit meinem Lachsatem mir den Mikrofon-Popschutz versauere. Und immer im Stream dann irgendwie so ein Fischgeruch hab. Nee, alles gut. So, ja, ist jetzt übrigens auch die erste Aufnahme und der erste Stream.
Nee, Stream? Nee, Stream nicht, aber Stream gab es keinen und so. Genau, stimmt, am Sonntag habe ich ja die restliche Noppenfolie, beziehungsweise den Noppenschaum, Akustikschaum hier in meine Gaming-Ecke gesetzt. Und dementsprechend die erste Aufnahme in neuen Studio-Feeling hat ein bisschen was gebracht. Man fühlt sich schon so ein bisschen wie im Studio an. Ist natürlich nicht ganz so, wo man das hier komplett drumrum hat, ne? Und da müsste ich mal gucken, ob ich mir vielleicht eine Standwand hole, die hinten dann auch noch irgendwie mit Bauschaum versehen wird, die ich dann irgendwie reinstelle oder so. So eine mobile Wand sozusagen. Ja, so links und rechts ein Gestell, in der Mitte so eine Korkwand und dann kannst du einfach hier das Zeug dran pinnen. Oder man kann sich so ein Schaumstoff-Dingsbums holen. Ist natürlich die Frage, wie mache ich das dann mit dem Licht? Vielleicht hole ich mir eine Softbox und stelle sie hier auf die linke Seite in die Ecke, wo das Mikrofon steht. Ich weiß nur nicht, wie weit die, wie heißt. Ich hätte gerne noch ein zweites Pokémon. Ein drittes, Entschuldigung, ich habe ja Kiesel. Kiesel müsste ich eigentlich auch mal trainieren. Weißt du was, das mache ich jetzt auch. Ich werde Trainingssessions, sofern möglich, sofern sie nicht zu lange sind. Oh, ein Robby wäre natürlich cool. Ich glaube, Kiesel kann das schaffen. Ich muss unbedingt die Bewegungsgeschwindigkeit ändern. Tut mir leid jetzt für diesen Ohrwurm, aber Speed-Taste. Bei normalen Kämpfen ist mir das einfach wesentlich lieber. Dann haben wir es nicht ganz so extrem. Nein, ich muss den Rahmentyp. Nee, Rahmentyp 1 ist eigentlich in Ordnung. Obwohl ich persönlich habe ja damals den zweiten Rahmentypen gemocht, aber der eine ist halt einfach Nostalgie pur. Wie gesagt, hier werde ich. Der kann nur Platscher, ne? Super. Und dementsprechend ist Hopsprost schwierig zu trainieren. Ah, der ist Level 4. Level 4 will ich natürlich nicht. Ja, Kiesel ist zwar vom Level her relativ down, aber das Schöne ist, dank seiner hohen Verteidigung kann man ihn gut trainieren hier. Wie bringe ich jetzt noch auf? Die müsste ich eigentlich noch auf Level 10 bringen, wie den Justin. Dann ist der Kiesel eigentlich ganz gut. Jo, ich habe mir die Entwicklung schon von den Bildern und so rausgesucht, von daher ist alles gut. Aber wie gesagt, das mache ich immer so nach dem Part. Dann habe ich einfach Ruhe. Weil ich jetzt nicht so der Typ bin, der mit vielen Skripts arbeitet. Können wir natürlich den ganzen Kram schon mal vorbereiten und mir mit Shortcuts irgendwie das live machen, aber irgendwie weiß ich halt nicht, ob ich das will, gerade die Pokémon-Szene. Hier in OBS ist sowieso schon mit so vielen Bildern beklatscht. Und so vielen Einstellungen, da kann man ganz schnell was kaputt machen. Dementsprechend ist mir einfach zu viel Arbeit. Nicht so, dass ich das nicht hinkriegen würde, das ist kein Problem. Die Frage ist halt nur, wisst ihr ja selbst, ob ich so viel Arbeit für ein YouTube-Video betreiben möchte. Ein Raupi wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Weißt du was, ein Raupi hätte ich gerne. Ist jetzt nicht ganz so super, weil der erste Arenenleiter wird Falk sein mit seinen Vogel-Pokémon. Aber ich vertraue da voll auf unseren Kiesel. Wie wollen wir den denn nennen? Natürlich. Das ist ein Weibchen. Ja, Wurmlinchen oder so. Ich weiß nicht, es wird halt zum Schmetterling. Es ist halt nicht ganz so schön wie Pampinella, ne? Aber das ist Generation 2. So. Schmetterli! Klappt das? E-R. Ne, klappt nicht. Schmetterli. Mit Y. Weil es cool ist. Oder Schmetterli. Schmetterli, ja, ah, wie Netterli. Ah, Schmetterli. Wunderbar. So, dann haben wir jetzt Schmetterli. Wunderbar. Ob die. Wie gesagt, das Bild suche ich mir dann raus, wenn es soweit ist.
Also nach dem Part. Hornlio. Okay, Hornlio fange ich mir auch, aber das bringe ich auf die Box. Und zwar folgendermaßen, ich würde gerne, unten rechts, unten bei den Pokébällen kommen nur die Pokémon hin, die wirklich in mein Team kommen. Aber das mache ich dann immer nach dem Part. Da habe ich dann Ruhe und da muss ich mich nicht beeilen. Und da passieren die wenigsten Fehler. Ich habe zu schnell getrunken. Ablegen von Leo. So, ich werde das natürlich irgendwann im Laufe des Dairy-Projektes natürlich noch trainieren. Das wird ja jetzt keine große Nuzlocke-Challenge oder Let's Play, so nach dem Motto, wir besiegen Rot und hören dann auf, sondern es wird wirklich so ein Ding, wo ich sage, okay, ich versuche da so viel rauszuholen, wie es geht. Einfach so, als würde ich als Stoppelhopser dieses Spiel spielen. Bedeutet, ich versuche hier möglichst wenig mit irgendwelchen Codes oder Tricks zu arbeiten und versuche halt erstmal so viele Pokémon zu kriegen, wie ich kann und dementsprechend, ja, Speedtaste würde ich auch privat nutzen, wenn ich sie gehabt hätte und dementsprechend ist das zu verzeihen. So, ratzfatz, aber ich glaube, ich mache mit der Speedtaste nur die Trainingseinheiten. So, Kiesel, dann hau mal rein. Mein Problem ist einfach, ich muss mir hier erst eine Softbox oder irgendwie eine Lampe hier in die linke Ecke stellen, weil es wird einfach zu dunkel. Wenn ich nämlich hier hinten den Greenscreen aufbaue, dann habe ich hier keinen Lichteinfluss mehr. Und dann kommt hier auch auf die Seite nicht genug Licht rein, damit ich den Greenscreen aufbauen kann oder damit er beleuchtet wird und dann wird das halt grausam. Dementsprechend muss ich halt nochmal gucken, wie ich das mache. Auf der anderen Seite habe ich auch für dieses Hobby mehr als genug Geld ausgegeben, ne? Also, insgesamt das Audio-Equipment hat knapp 200 Euro gekostet, 250 mit allem drum und dran, beziehungsweise schon fast 300, weil ich ja noch dieses neue Stativ geholt habe, noch ein paar Kabel, noch einen neuen Popschutz, ich habe jetzt mittlerweile zwei. Mikrofonstative habe ich mittlerweile drei, ein Arm, ein Tischstativ, hier einmal dieses Superstativ, was wesentlich besser ist. Ja, wenn ich mir ein neues Mischpult holen will, ist da auch nochmal ein Huni drin. Vielleicht 150 sogar. Die Verkleidung der Ecke hat auch knapp. Ich glaube, mit Material zusammen, also das Material selbst hat, glaube ich, nur 50 Euro gekostet. Die 2 Quadratmeter pro Rolle. 4 Rollen habe ich geholt. Und natürlich noch die Sachen, um das an die Wand zu hängen. Mit Zeitaufwand, mit allem drum und dran, kannst du auch locker knapp 50, 60 Euro damit schätzen. Bedeutet, ja, 250 bis 300 das Audio-Equipment inklusive, also mit der Verkleidung auch nochmal 60 Euro. Ja, kommst du schon auf knapp 300, insgesamt so 300, 350 mit allem drum und dran. Facecam natürlich, auch nochmal. Ich glaube, damals habe ich 60 Euro oder 70 Euro dafür bezahlt. Also knapp 400 Euro mindestens. Mit jeder Kleinigkeit aufgerundet und aufgerechnet. Und da ist natürlich die Frage, will ich mir jetzt dann noch für, auch wenn ich mir eine günstige Softbox holen sollte, also Softbox in diese Fotostudio-Lampen. Und da ist natürlich die Frage, möchte ich da auch nochmal 50, 60 Euro reinstecken? Das ist immer schwierig. Es ist wirklich immer schwierig. Und, naja, mal gucken. So, den Knopf habe ich gedrückt. Super. Tut mir leid, wenn ich zu sehr ins Mikrofon schmatzen sollte. Irgendwie habe ich einen leichten Schnupfen. Lag aber auch vielleicht daran, dass ich eben noch draußen gewesen bin. Und wenn man vom Kühle ins Kalte reinkommt. Vom Kühle ins Kalte. Natürlich. Yay, Artikulation. Hashtag im Eimer. Oder Braindead. Wenn man vom Kalten ins Warme reinkommt, läuft die Nase immer. Deswegen ist es. Ich weiß nicht, ob es ein Schnupfen ist oder ob es einfach nur daran lag, dass ich eben draußen war, eine Zeit lang. Jo.
Gut. Ich hoffe, das hört man nicht. Ich habe mal gerade eine Magnesium-Brausetablette reingemacht. Ich bin kein Trainer. Wenn du einen im Auge siehst, dann bereite dich auf einen Kampf vor. Ja, gut, kenne ich. So. Ich denke mal, ich werde hier dazu nicht so viel erklären müssen. Kristall kennt jeder, weiß jeder. Ich werde gucken, wie weit ich heute komme. Ich versuche, den Knuffenserturm hier in diesem Part noch hinzukriegen. 15 Minuten, das ist okay. Ich meine, wir können auch gerne ein bisschen längere Parts machen, so ein Stündchen oder so. Und dafür dann halt manchmal abends eine schöne, wie heißt eine Premiere oder so, ist auch kein Problem. Es ist ja kein Let's Play-Projekt, wo man sagt, okay, maximal 20, 30 Minuten hier Part, zack, 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 jeden Tag ein Part rausgehauen. Auch wenn es Diary heißt. Ja, Diary bedeutet eigentlich Tagebuch. Aber sollte eigentlich ein Tagebuch sein. Ja, vielleicht sollte ich, vielleicht sollte ich nicht Diary, sondern wirklich Tagebuch benutzen. Aber Tagebuch hört sich so langwierig an. Jo, Kiesel kriegt langsam Probleme, weil ihm die AP von Tettel ausgehen. Habe ich so im Augenwinkel betrachtet. Das ist immer ganz cool. Du kannst so ein bisschen entscheiden. Ich kann eigentlich theoretisch permanent in die Kamera gucken und mit euch quatschen. Weil das Spiel ich so auswendig kenne, dass ich da nur mal ganz kurz auf den Bildschirm gucken muss. Das ist eigentlich ganz lustig. Jo, wie gesagt, das mit dem Greenscreen. Stimmt, das Greenscreen-Set hat ja auch nochmal 50, 60 Euro gekostet. Ah, also ich habe ziemlich viel Kohle für das Hobby hingehauen. Hätte ich andersweitig nutzen können. Ach so! Ich dachte schon, jetzt ist mir die, jetzt ist die ROM abgeschmiert oder so, oder der Emulator. Ja, weil ich mit dem Randomizer arbeite, kann ich natürlich nicht mit Original-Cartridges arbeiten. Dafür müsste ich den Videograbber anschließen, die Gamecube anschließen, den Gameboy-Player einstecken und die Kristall anmachen. Aber dafür müsste ich, wie beim letzten Stream schon erwähnt, auf Twitch, müsste ich da noch ein bisschen technische Arbeit reinstecken. Also elektrotechnische. Ja, spar mal für mich, Mutti. Ich fand es immer lustig, dass die Mama uns immer ein paar Puppen gekauft hat. Das hat mich, habe ich am Anfang gefeiert. Aber irgendwann hört es halt auch auf, ne? Die kauft die, glaube ich, nur wirklich 2, 3 Puppen und halt eine Riesenpuppe. Und das war's dann. So, guck mal, kriegen wir das Taubsi klein? Ja, easy. Super. So, ich würde sagen, wir machen jetzt keine Zeit fest, sondern wir setzen uns ein Ziel. So, dass, wenn wir eine Premiere haben, dass ihr auch ungefähr wisst, wann das zu Ende ist. Ich würde sagen, wir machen hier den Cut, wenn wir den Weisen besiegt haben. Wir können, es gibt ein, na, obwohl, ich bin mit 2 Optionen, will ich mir gerne offen halten. Die eine Option ist, entweder machen wir den Weisen und Falk in einem Zug, wenn es die Zeit erlaubt, sprich wenn wir nicht so lange brauchen, oder aber wir machen, oh, 3 HP ist mir nicht, das gefällt mir nicht. Ich kann auch nicht den Kiesel einsetzen, da muss der Justin ran. Sonst kriegt Schmetterli auf die Fresse. Ich meine, theoretisch ist es kein Problem. Pokémon Center regelt, aber ich würde es schon gerne. Ich habe ja auf meine Pokémon aufgepasst. So ist es ja nicht. Ich freue mich schon, wenn wir einen Evoli bekommen. Da werde ich nachts aufnehmen. Beziehungsweise nicht nachts, aber abends. In der Dämmerung. Ist ja ab 18 Uhr, von daher ist es recht human. Und ja. Mal gucken, vielleicht können wir den ein oder anderen YouTube-Stream mal über Pokémon Diary raushauen. Auf jeden Fall hätte ich gerne einen Evoli und würde das gerne in einen Nachtara verwandeln. Auf der anderen Seite, why not both? Ne? Ich denke mal, die Steine, die sind sehr schwierig hier zu bekommen. Auf der Gold, wir haben das halt früher damals, also was heißt früher damals? Damals haben wir das so gemacht. Es gab ja bei der Pokémon zweiten Generation in der goldenen und silbernen Edition den Klontrick, wo du Pokémon klonen konntest. So. Ist an sich auch kein Problem. Weißt du was, Schmetterli, du kriegst von mir einen Trank. Und dann feuerfrei.
Auf jeden Fall wollte ich nochmal sagen, gab ja damals diesen Klontrick sozusagen und damit haben wir Pokémon geklont. Sprich, du kannst ja später, wenn du gewisse Pokémon hast, kannst du dir von jemandem diese Steine besorgen. Das Problem ist, du kriegst nur jeden Stein einmal. Das finde ich so dumm in dieser Generation. Das ist so richtig blöd gemacht. Warum haben sie diese Entwicklungssteine, Feuer, Wasser, Donnerstein, Blattstein, warum haben sie diese Dinger nicht einfach wie in der Generation 1 in Prismania City reingesetzt? Warum mussten sie das hier so kompliziert machen? Du kriegst einen Ewigstein, wenn du einen Schlurp zeigst, dann musst du dem speziell Pflanzen und andere Pokémon zeigen und dann kriegst du von diesem Opa da, wo der Bill eigentlich normalerweise drin ist, kriegst du halt Sachen diese Steine. Auf jeden Fall haben wir es so gemacht, wir haben uns wirklich die Mühe gemacht, haben uns die Steine von dem Opa besorgt, haben die dann zum Beispiel irgendeinem Pokémon gegeben, was wir sowieso tauschen wollten, sprich, du hast dein Pokémon behalten, hast es geklont oder mit dem Kumpel getauscht, so dass ihr beide zum Beispiel einen Vollriegel und einen Endivia hattet, oder man hat halt den Trick genommen, wo man alle drei Pokémon kriegen kann. Und ja, solche Sachen. Ja, es gibt einen Trick, womit man alle drei Pokémon bekommt, kriegt man aber nicht mit der Kristalledition hin. Weil du nimmst da diesen Klontrick und ja, fängst nach dem Klontrick ein neues Spiel an. Nimmst einen Endivia, fängst den Pokémon, legst Endivia auf die Box ab, machst dann diesen Klontrick sozusagen, fängst ein neues Spiel an, machst den gleichen Shit mit Vollriegel, den gleichen Shit mit Kanimani und dann hast du ein Kanimani und ein Endivia auf der Box. Beziehungsweise die Pokémon, mit denen du vorher begonnen hast und nicht mit dem aktuellen. Jo. Und dementsprechend wird das Pokémon geklont und auch das Item, was das Pokémon hält. So haben wir wirklich mehrere Meisterbälle gehabt. Das war, als es rauskam, wurde es zu Genüge benutzt. Dementsprechend, ja, so ist es halt. Auf jeden Fall, muss jetzt gleich mal meinen Drink zu mir nehmen. Naja, geht so. Aber die schmecken wegen dem Traubenzucker sowieso so ein bisschen komisch. Also das ist jetzt hier so eine Magnesium-Brausetablette. Weil ich beim Sport öfters mal den ein oder anderen Gelenkkrampf bekomme, hat mein Arzt gesagt, nimm einfach mal ein paar Magnesium-Tabletten. Soll ich welche verschreiben? Dann habe ich zum gesagt, reichen die billigen Brausetabletten auch? Also ja, Magnesium ist Magnesium, ne? Wenn die Nieren sind gesund, kannst du ruhig reinpfeifen. Und dann habe ich gemeint, bevor ich jetzt in die Apotheke gehe, mir für 20, 30 Euro irgendwie diese kleinen Magnesiumpillen da hole, dann hole ich mir einfach hier so Magnesium-Brausetabletten, die sind gar nicht so teuer. Und ich trinke noch genug, dementsprechend haben den gleichen Effekt. Und der Arzt meint, das tut nicht weh. Von daher gucke ich mal, ob es wirkt. Aber ja, schmecken halt nur begrenzt. Da ist zwar diesen Orangengeschmack drin, aber der Traubenzucker macht das halt so komisch. Naja. So, auf jeden Fall haben wir den Trick halt zu Genüge benutzt und somit haben wir natürlich Items, die man nur einmal bekommen hat, öfters benutzt, ne? Sprich, mehrere Meisterbälle, also ja gut, ich kann auch in die nächste Stadt gehen. Ich wollte eigentlich zurückgehen, um mal meine Pokémon zu heilen, aber dieser Typ, heute bin ich auf der Suche nach Pokémon zu viel gelaufen. Meine Füße schmerzen und ich bin müde. Wenn ich ein wildes Pokémon wäre, würde ich mich leicht fangen lassen. Na, mit dem kann man noch was machen. Das wird so eine kleine Nebenquest. Muss man erstmal wissen. Muss ich mir mal aufschreiben. Und zwar in Dukatia City. Bevor ich das vergesse. In Bukatia City müssen wir mit einer Wache sprechen, die gibt uns ein Pokémon.
Wenn ich das vergessen sollte, könnt ihr mich in den Kommentaren dazu in dem passenden Pattern dran erinnern. Das wäre super. Wenn ich es vergessen sollte. Jo, wo war ich eben stehen geblieben? Und zwar haben wir dadurch, durch diesen Klontrick sozusagen, halt die ganzen Items, halt Meisterbälle, diese Steine und so weiter und so fort, natürlich uns einen kleinen Vorrat dran gemacht, angehauen, dass wir natürlich alles bis zum Erbrechen benutzen konnten. Und der Grundgedanke daran war, dadurch, dass wir damals halt da durch sowas einen guten Zugriff auf diese Items hatten. Ich wechsle jetzt hier das Pokémon, ich habe jetzt keine Lust, einen Trank hier einzusetzen. Dadurch benutze ich da vielleicht einen Game Shark Code oder so. Einfach damit ich ein paar Pokémon entwickeln kann. Weil ich hier halt die Möglichkeit habe, irgendwie zu tauschen. Und ja. Ich finde es halt sehr schade, dass man wirklich nur einen Stein bekommt. Das ist dumm. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ich meine, auf der anderen Seite, die Pokémon, die mit Steinen entwickelt wurden, es gab halt zwei Möglichkeiten. Entweder hast du den Klontrick gemacht, der relativ aufwendig war, oder du hast die Möglichkeit der Zeitkapsel genommen und hast dann gesagt, alles klar, klatsch mir jetzt ein paar Evolis an die Backe. Und klatscht dementsprechend. Ah, wir kriegen jetzt hier kein Nebulak, weil es tags ist. Aber normalerweise müsste ich abends hierher kommen, weil Nebulak wäre schon ganz cool im Team. Vor allem mit dem Fix, dass wir daraus auch einen Gengar machen können. Naja, auf jeden Fall wollte ich, darauf hinaus, dass ich das jetzt nicht wirklich als Cheaten ansehe, um mir ein paar Wassersteine im Markt kaufen zu können. Kann man mit einem Code einstellen. Und ja, damit man einfach ein paar Sachen halt bekommen, ne? Ansonsten gab es halt im normalen Verlauf mit den Editionen gab es die Möglichkeit, die Pokémon, die man durch Steine entwickeln konnte, die mit den alten Editionen, Rot, Blau, Gelb, wo man die im Prismania City kaufen konnte, zu bekommen. Sprich, ich habe das, glaube ich, damals habe ich mir ein Aquana, Blitzer und Flamara so geholt, dass ich einen Kumpel gefragt habe, weil ich hatte wirklich alle drei Editionen und habe bei jeder Edition habe ich einen Evoli halt anders da gemacht. Sprich, ich hatte auf der roten Edition hatte ich einen Flamara, auf der blauen Edition einen Aquana, auf der gelben Edition einen Blitzer. Einfach, weil ich das cool fand. Blau war eher so der Wassertyp und alles. Ich hatte wirklich alle Editionen. Bis ich sie meinen Brüdern gegeben habe. Das hat dann die rote und die blaue Edition nicht überlebt. Beziehungsweise doch, die hatten das überlebt. Aber meine Mutter hatte ausgemistet und hat gemeint, ja, damit spielen die nicht mehr, weg damit. Oder sie hat sie nicht weggeschmissen, ich weiß es nicht, muss die Mutti nochmal fragen. Aber, naja, hier habe ich ja zwei gelbe Editionen, von daher ist das ja in Ordnung. Auf jeden Fall fand ich das halt lustig, farbenbedingte Evoli-Edition. Die habe ich dann einfach mit der Zeitkapsel auf meine Kristall damals getauscht. Und hatte auf der Kristall dann wirklich, als ich dann gemerkt habe, wie man Nachthara und Psyana entwickelt. Ich hatte wirklich 6 Evolis, weil ich mir gedacht habe, ich will jedes Pokémon einmal haben davon. Und mein normales Evoli, was dann Evoli geblieben ist, hat dann auch wirklich einen Ewigstein bekommen. Und ja, Ditto, Evoli, die haben dann ordentlich Eier gelegt. Das ging. Ratzfatz. Jo. War natürlich ein ziemlich langes Fahrradfahrt hin und her, weil die Eier mussten ja entwickelt werden. Aber es ging eigentlich relativ gut. Also ich habe da wirklich Eier gesammelt und habe dann wirklich 4, 5 verschiedene auf einmal ausgebrütet und bin dann einfach, habe mir eine Strecke gesucht, wo man ganz lange fahren konnte und immer hin und her und hin und her. So, Schmetterli, du bekommst jetzt einen Trank, hast dir verdient. Ich muss noch mal ein paar Tränke kaufen. So hatte ich auf jeden Fall genug Evolis. Die habe ich dann natürlich dann feuchtfröhlich getauscht, weil erstens auf der ersten Linie, wenn ich auf der gelben Edition meinen Blitzer gegen Evoli getauscht habe, habe ich mir in der gelben Edition dann einfach wieder einen neuen Donnerstein gekauft, hatte ein neues Blitzer.
und so weiter und so fort. Das war alles ganz super. Und dementsprechend, oh, Schmetterli entwickelt sich, wunderbar. Es verpuppt sich. Und, jo, das war halt super, ne? Und so hatte ich dann halt alle Pokémon. Alle Evoli-Editionen. Und später, als ich gemerkt habe, wie das dann halt läuft. So, Schmetterli. Oh, ist ja schon fast voll. Okay, dann muss ich nicht weitermachen. Ich wollte jetzt zurück ins Pokémon-Center, aber das kann ich mir ja jetzt sparen. Auf jeden Fall hatte ich so halt alle Evoli-Editionen. Und habe dann irgendwann Psyana bekommen. Das war okay. Aber richtig verliebt habe ich mich später in Nachthara. Und ja, das war dann natürlich speziell in der Kristall-Edition natürlich mein Pokémon. So gern ich diese Brausetabletten, naja, was heißt so gern, bedingt nehme ich die immer ganz gerne. Aber das Problem ist, dass diese Brausetabletten immer so einen leichten, der Traubenzucker löst sich halt ab und er geht halt mit dem ersten Schluck nicht raus. Ich finde es halt aber immer schade, wenn man das irgendwie im Glas liegen lässt. Weil Traubenzucker jetzt nicht unbedingt schlecht ist. Dementsprechend spiele ich hier immer so ein bisschen mit Wasser aus. Keine Angst, das Glas ist so blau. Das ist eins von diesen Coca-Cola-Gläsern. Naja, auf jeden Fall versuche ich das hier auch. Deswegen war es mir eigentlich mal wichtig, eine Pokémon-Edition ohne irgendwelche Challenges zu spielen, weil Nuzlocke-Challenge in allem drum und dran ist zwar ganz nett, um es ein bisschen interessanter zu gestalten, da gebe ich den Leuten natürlich recht, aber auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, dass es so ein bisschen den eigentlichen Sinne von diesen Pokémon-Editionen so ein bisschen nimmt. Sprich, Nuzlocke-Challenge muss halt auf deine Pokémon aufpassen, natürlich, sollte man es so oder so machen. Das hat schon mal einen guten Sinn, aber dass man halt nur so wenig Pokémon fangen kann, macht halt dann auch irgendwie ein bisschen den Spielspaß sauber, weil man kaputt, weil der Spielspaß besteht ja nicht nur darin, die Pokémon zu trainieren und irgendwie hier in dieser Generation jetzt Champ zu werden, 16 Orden zu finden, zu verdienen und Rot zu besiegen, sondern auch unter anderem halt auch die Pokémon-Zucht, alle Pokémon irgendwie zu bekommen, den Pokédex so einigermaßen zu vervollständigen. Und hier mit diesem Projekt versuche ich, wenn ich dran denke und ich überhaupt noch die Ausdauer habe und die Lust, wenn kein anderes Spiel dazwischen kommt, wo ich sagen würde, darauf habe ich jetzt Lust, tschüss Pokémon. deshalb wirklich mal hier durchzuziehen. Ich habe auch hier wirklich vor, diese Inkognitos zu finden. Ich will mir freitags Lapras holen. Ich will versuchen, alle Evoli-Editionen zu bekommen. Wie gesagt, die Steine werde ich mir jetzt, durch Codes halt reinziehen. Einfach aus dem Grund, weil es die so, weil mir die einzige Möglichkeit verwehrt bleibt. Ich kann die halt nicht tauschen. Das ist eigentlich ein einfacher Grund. Ich glaube, Schmetterli könnte es schaffen. Ja, super. Ich wusste nicht ganz, ob der es jetzt mit einer Tackle schafft oder nicht. Na gut, aber jetzt würde ich gerne nochmal ins Pokémon Center. Vor allem hole ich mir nochmal ein paar Tränke. Ich denke mal, so 5 Stück sollten reichen. Ich gucke dann gleich mal auf die Uhr, wie weit wir dann schon sind. Und schaue dann einfach mal, ob wir nach dem Knuffenserturm auf den Part beenden oder ob wir sagen, wir machen noch den Falkordner, den Falkorden. Dann habe ich zumindest einen Orden in dieser Edition geschafft und könnte dann auch sagen, dass ich dann einfach, ja, dann machen wir das als Premiere, warum eigentlich nicht? Das sollte dann kein Problem sein. So. Machen wir Falk. Nach dem Knuffenserturm. Und dann passt das schon. So, Kiesel wird mal ein bisschen entspannt sein. Sprich, den möchte ich hier nicht so häufig einsetzen. Weil der bei der
weil der nämlich in der Arena wahrscheinlich stark zur Geltung kommen wird. X-Treffer. Ich weiß nicht, diese X-Items, die sind manchmal praktisch, aber eigentlich habe ich jetzt auch nicht so das Gefühl, dass man die unbedingt braucht. Ist das ein Ratzfratz? Ja, müsste ein Ratzfratz sein. Ich glaube, Ratzfratz oder Knofenser, das sind so die Pokémon, die man hier kriegt. Und nachts kriegt man hier natürlich, findet man Ratzfratz und Nebulak. Habe ich nicht eben gerade so ein bisschen die X-Attacken verharmlost? Schmetterli, es wäre schön, wenn du treffen würdest. Danke. So, okay, Wert sinkt. Macht aber nichts. Weil ich mir Ratzfratz jetzt fangen werde. Damit bin ich ganz so... Also Ratzfratz werde ich jetzt, glaube ich, nicht benutzen. Aber den werde ich im Team behalten für Falk. Also werde ich jetzt auch nicht trainieren, den Kleinen. Ich versuche mal mehr. Oh, ich wollte jetzt kleiner Fratz machen. Ja, kleinen Fritz. Mal Ratzfratz. Fritz, Klitz, Schnitz, Schlitz. Etc., etc. Naja, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ja, Steine machen wir. Ich versuche so viel wie möglich zu machen. Auch mitzunehmen, also euch für euch mitzunehmen. Sprich, jetzt keine Trainingseinheiten oder so. Oder vielleicht doch. Vielleicht mache ich wirklich mal ein ungeschnittenes Pokémon, wo. Pokémon-Projekt, wo wirklich simpel. Tagebuch drin ist. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe ja wirklich die Pokémon-Tagebücher sehr gerne gelesen von der Kidzone. Und damals, ich war ja ein begeisterter Kidzone-Sammler. Und das war immer ganz lustig. Und, da gab es ja dieses Pokémon-Tagebuch. Das war bei der roten und blauen, glaube ich. Das war ganz lustig. Und das war wirklich 2-3 Seiten, kleingedruckte Seite. Habe ich durchgelesen, habe ich sehr gerne gelesen. Und ja, damals Printmedien. Ja, das war super. Ich glaube, das war auch später, das haben sie auch in der zweiten Generation gemacht. Also ich habe das total gefeiert. Ich glaube, irgendwann haben sie dann damit aufgehört und das fand ich ein bisschen schade. Aber irgendwann wurde ich für die Kids dann auch einfach zu alt. Ich glaube, mit 11 oder mit 12 habe ich mir die letzten geholt. Da waren die aber auch schon relativ nah am Zenit, weil die wurden irgendwann einfach nicht mehr verkauft. Jo, ich fand's schade. Aber auf der anderen Seite, ab 12 habe ich dann angefangen, die Dragon Ball Hefte zu kaufen. Für 4,90 €. Ich habe ziemlich viele Hefte damals gekauft. Klingt jetzt doof. Damals, also ganz früher, meine ersten Anime-Hefte, die ich mir geholt habe damals, waren die Sailor Moon-Hefte. Die habe ich zusammen mit meiner Cousine und ihren Freundinnen gelesen. Die haben mir einfach gefallen, die waren in Ordnung. Und später war es dann Kids Zone. Die Endzone habe ich mir auch mal manchmal geholt, aber die hatten die. Das war eigentlich ganz lustig, weil die Kidzone kam, glaube ich, wöchentlich in die Endzone einmal im Monat. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall habe ich mir die Endzone nur relativ spät geholt, beziehungsweise selten geholt, weil die war irgendwie. Ich war damals zu jung, das hat mir nicht so gefallen. Das war bei der Kidzone schon eher was, vor allem weil da viel mit Pokémon drin war. Man konnte halt, weil man das Spiel gespielt hat. Ich war in der 2000er-Reihe einfach mit drin, ne? Da war einfach vorbei. Da war ich einfach mit drin. Wollte ich nicht Tränke kaufen, ich Idiot. Och, Mann. Ihr sagt ja auch nichts. Naja, gut. Einen Trank habe ich. Mal gucken, wie weit ich damit klarkomme. Ansonsten renne ich dann nochmal schnell mit der Speed-Taste runter und hole nochmal ein paar Tränke. Was wollte ich sagen? Auf jeden Fall, als ich aufgehört habe, die Kidzone zu kaufen, war wirklich nicht so lange. Ich glaube, die hat auch 3,90 € gekostet. Die war gar nicht so teuer. Oder
5 Mark war das nicht. Auf jeden Fall habe ich richtig Spaß gehabt damit, weil Kidzone war wirklich so eine Zeitung, da habe ich mich wirklich wöchentlich drauf gefreut. Ja, ich glaube, die kam immer mittwochs. Da war ich dann mittwochs immer überall und habe geguckt, ist die Lieferung schon da, ist die Lieferung schon da, Frau Bäckerin. Das war dann bei der Bäckertante. So, ja, mit dem Trank komme ich nicht weit. Das bedeutet, ich muss nochmal runter. Ich würde nämlich gerne einen kleinen Schmetterli hier weiter benutzen. Weil dadurch, dass die hier viele Pflanzenattacken benutzen, ist Kiesel natürlich eine ganz schlechte Wahl. Der macht da nicht lange mit. Justin würde hier auch gut klarkommen. Ja, das stimmt. Aber auf der anderen Seite ist Schmetterli erstens noch im Training und zweitens hält er sich gut. Detlef! Ja, super. Mein Training ist unvollständig. Tja, Detlef. Alter Mann. Wenn ich mit dir fertig bin. Die Form des Weisen. Damit kannst du selbst dunkelste Orte hellen. Ja, wenn ich mit dir fertig bin, dann blutest du Sojasauce, alter Mann. Ja, ja. Oh, Level 6. Ich glaube, Rankenhieb ist eine Spezialattacke. Da bringt es nichts, wenn ich jetzt mit Härtner komme. 4 KP. Okay, das Level 6er Knuffenser besiege ich noch. Aber ich glaube, dann ist unser Schmetterli langsam. Okay, 2 Attacken kriege ich noch hin. Außer es gibt einen Volltreffer. Na gut, muss der Justin ran. Das hast du super gemacht, auf jeden Fall. So, Justin. Ja, siehst du, das sieht doch schon mal besser aus. Rasierblatt nicht mal meine Tackle. Jawohl, antworte mit dem Volltreffer, Justin. So läuft's. So. Denke an meine Stärken, Pipapo von mir aus. So, weißt du was? Ich werde es doch machen, wie gedacht. Ich muss nochmal in den Supermarkt. Und mir nochmal ein paar Tränke holen. So, erstmal kaufe ich mir nochmal 5 Pokebälle. Fünf Tränke sollten ausreichen. Ich nehme trotzdem nochmal 2 Gegengifte mit. Man weiß ja nie. So, So, ich habe die Musik jetzt nicht so laut gemacht, damit ihr keine Ohrenschmerzen bekommt, wenn ich jetzt mit dieser Speed-Taste rumspiele. Ich würde sagen, wir machen Falken noch. Das wird zwar ein langes Video, da wir sind jetzt schon bei 43 Minuten ungefähr. Ich habe jetzt mal ganz kurz auf den Timer gelinst. Aber auf der anderen Seite, für eine Premiere kann man mal schon eine Stunde anpeilen. Dafür, dass jetzt so lange Ruhe bei dem Thema gewesen ist, dass es eigentlich ein Tagebuch sein soll. Aber auf der anderen Seite muss ja ein Tagebuch nicht täglich sein. Ich würde eher sagen, es ist kein Tagebuch im Sinne von Tagebuch, was man da, was weiß ich, tagsüber reinschreibt, sondern eher so ein Ding, wie so ein Abenteurer-Tagebuch. Man schreibt halt was rein, wenn man was gemacht hat, aber nicht jeden Tag. Dementsprechend. So. Jetzt kann ich das Kaugummi rausnehmen. Jetzt gibt es kein Atem mehr. Und wenn ich den Part beendet habe, genieße ich eine Kinderüberraschung. Habe ich mir heute gegönnt. Ja, man wird immer so ein bisschen angeguckt, wenn man als erwachsener Mann sich so ein Ü-Ei gönnt. Und ich denke mir so, warum? Nur weil ihr euch nicht traut. Ich glaube, der ältere Mann, der mich heute so komisch angeguckt hat, dass ich mir dieses Ü-Ei kaufen wollte. Er hat mich so komisch angeguckt, was ich damit wolle.
Also sein Blick hat das verraten, er hatte mich nicht angesprochen. Er hat aber komisch geguckt. Und fand ich dann halt ganz lustig, weil er sich irgendwie Tabakerzeugnisse gekauft hat. Da habe ich mir so gedacht, ja, Tabakerzeugnisse für einen Fünfer. Ah, Mist, das war eine dumme Idee. Naja, macht das der Kiesel. Oder ein Ü-Ei für Euro oder so. Ich weiß gar nicht, wie viel ich dafür bezahlt habe. Müsste ich mal nachgucken. Ich weiß gar nicht, wie teuer die sind. Euro, Euro 50. Das Traurige ist, ich kann es nachgucken. Weil ich immer viel mit Karte bezahle und ich die Kassenbons dann immer mitnehme. Musst du ja sowieso ausgehändigt bekommen. Kann ich eigentlich nachgucken. So, wie viel habe ich denn für das Ü-Ei bezahlt? 79 Cent. Das ist akzeptabel. Zwar teurer als früher, aber man hat ja eine Inflationsrate. Von daher könnte man sagen, sind die im Preis relativ gleich geblieben, sind nicht so stark gesteigert. Ich glaube, meine ersten Ü-Eier habe ich für eine Mark bekommen. Haben die damals eine Mark gekostet. Ich habe die von unserer Kassiererin auch immer ab und zu mal geschenkt bekommen. Das war immer ganz lustig, weil meine Mutti mit der Kassiererin befreundet war. Und es gab halt bei uns im Dorf wirklich im Edeka nur ein, zwei verschiedene Kassierer. Und da hat die mir dann immer so Kleinigkeiten geschenkt. Ab und zu. Das war immer ganz lustig. Ich für die Mami einkaufen gewesen bin oder so, habe ich immer mal ein Ü-Ei geschenkt bekommen. Oder die hatten da so eine... Die hatten da im Edeka, hatten die da, wie gesagt, so Süßigkeitenabteilung. Schade, dass das heute nicht mehr der Fall ist. Heute kannst du ja nur noch diese Verpackungen kaufen. Da konntest du dir wirklich selbst so eine Süßigkeitenkiste zusammenstellen. Da hatten sie diese großen Teile, kriegst du heute auch noch, ne? Und dann waren die halt offen da und dann konntest du dir mit einer Zange dann selbst hier deine Süßkram-Dingsbums zusammenstellen. Und dann hat sie, glaube ich, für so ein Lolli oder so, das war dann, hat sie dann wie so ein Lutscher sozusagen, man konnte seinen Finger reinschieben und dann hat sie hier so einen Ring gehabt mit so einem Lolli dran. Ich glaube, die haben wirklich 10 Pfennig damals gekostet, 15 Pfennig oder 20. Die großen 20 und die kleinen 10. Und diese sauren Pommes, diese kleinen, die konntest du einzeln kaufen, die haben 5 Pfennig das Stück gekostet. Und dann konntest du die immer so ein bisschen zusammensetzen. Und bist dann hingegangen, hast hingegangen und gesagt, ja, hier, so für eine Mark. Ja, das passt schon. Und dann hat sie dann immer... Ja, es war im Edeka halt damals, glaube ich. War das Edeka? Ich glaube schon. Damals waren die noch nicht alle zusammen. Das bedeutet, da hattest du dann verschiedene Supermarktketten, die dann einzeln agiert haben. Die ja dann später alle zu einer Gruppe gekommen sind. Die sind ja alle später zur Rewe Group gegangen. Und ja... Das ist der Minimalmarkt zum Beispiel. Gab es ein Minimal? Gab es ein Plus? Solche Sachen, da war das alles noch so ein bisschen vereinzelt. Jo. Und der hat dann später zugemacht im Dorf irgendwie. Weil er, glaube ich, nicht so viel. Weil dann alle nur noch in den großen Supermarkt gegangen sind. Eine Stadt weiter, haben dafür dann Großeinkäufe gemacht. Er hat dann nicht genug Profit abgeschlagen, glaube ich. Und sind wir nur noch ins Lotto Toto reingegangen. Das war dann immer ganz lustig. Da hast du dann so Sachen gekriegt wie, hast eine Mark hingehauen, hast eine Tüte voll bekommen und dann war die Dame immer so ganz nett und hat dann immer so eins. Hat dann, ich glaube immer, die hat dann immer so für eine Mark 10 oder für eine Mark 20 hast du da mal reingetan. So, hast jetzt hier für deine Süßigkeiten für 50 Pfennig oder für deine Mark. Ich leg noch mal eine Sache dazu, bitteschön, weil ihr so lieb seid. Das war so süß. Ja, so war das. Und da ist man natürlich auch gerne hingegangen, ne? Zwar bei den Pokémon-Stickern war das natürlich nicht anders, ne? Also wir sind dann auch wirklich, haben die nicht bestellt oder so, sind dann nicht in den Supermarkt gegangen, sondern wir sind wirklich dann ins Lotto Toto gegangen. Zu der,
Ich glaube, Gisela hieß die Dame damals. Die ist auch schon vor ein paar Jahren verstorben. Die war damals schon alt. Oder etwas älter. Die war dann schon so... Naja, was heißt alt? Definiere alt, ne? Die war damals, glaube ich, schon 50 oder so. Da war ich noch unter 10. Nee, die müsste sogar noch leben. Oder ist sie gestorben? Ich glaube, die Mutter von der ist gestorben. Aber die müsste... Ich weiß gar nicht genau. Man hat ja nicht so einen großen Kontakt gehabt. Aber auf jeden Fall hat die das Geschäft ziemlich lange gehabt. Und wir sind da wirklich immer hingegangen, ne? Immer, wenn wir dann so... Wenn Taschengeldtag ist, hast dann deine 5 Mark oder deine 10 Mark bekommen in der Woche. Beziehungsweise in der Woche habe ich, glaube ich, nur 5 Mark bekommen. Und später dann... hat sich das minimal gesteigert, aber dann wurde es halt weniger. Sprich, ich glaube, ganz als Pokémon rauskam, habe ich 5 Mark in der Woche bekommen. Das war wirklich nicht viel, aber damals hat dir das ausgereicht, ne? Oder hat halt so besonderen Sachen halt immer was bekommen. Von der Oma mal 5 Mark mehr oder mal 10 Mark Schein und so Sachen. Auf jeden Fall hat das alles gewirkt, war alles super. Und man war halt glücklich und habe ich dann von meinen 5 Mark, habe ich mir immer für 3 Mark Pokémon-Sticker-Karten gekauft. Und das war dann halt immer lustig, weil, ja, für, hier, 5 Mark, ich hätte gern für 3 Mark Pokémon-Sticker und für 50 Pfennig so ein bisschen was Süßes. Und dann hat sie mir dann gesagt, okay, das ist das, was du gekauft hast. Dann hat sie mir mal Lutscher und manchmal halt auch noch einfach ein Päckchen Pokémon-Sticker, da waren 5 Sticker oder 7 Sticker sogar drin, halt extra gegeben. Da hat man sich immer gefreut. Und wir sind auch wirklich hin, ne? Wir sind da jetzt nicht mit einer. Wir sind da nicht immer, wir sind da nicht einzeln hingegangen, sondern Taschengeldtag war relativ gleich. Das war da alles meistens dann montags. Und montags nach der Schule sind wir da wirklich immer Schlange stehend hingegangen. Und haben uns dann immer Süßkram und so einen Kram geholt. Ah, die war glücklich. Da war auch viel los. Sind wir dann immer mit 5, 6 Kiddies hingegangen und haben erstmal ihren Süßigkeitenvorrat geprüft. Manche haben für eine Mark, manche für 50 Pfennig was geholt. Ah, das war schon schön. Ja, ja. Jetzt wisst ihr schon wieder zu viel was über... Jetzt habe ich schon wieder zu viel über mein Privatleben beziehungsweise über meine Vergangenheit erzählt. Aber so war das damals. Ich nehme an, bei den Leuten, die in meinem Alter sind oder bis zu einem gewissen Grad sind da gleichgesinnt. Klingt jetzt doof, aber das mache ich heute ab und zu immer noch. Also, dieses Jahr jetzt eher weniger, aber letztes Jahr zum Beispiel bin ich dann auch so mal ins Lotto hingegangen, habe da was Spezielles gesucht. Und ja, so Kleinigkeiten, die man halt in so einem Laden kriegt. Dann habe ich die Dame angeguckt, habe 2 Euro auf den Tisch geklatscht und habe gesagt, ich hätte gerne mal eine gemischte Süßigkeiten-Tüte. Ist egal was, das überlasse ich ihnen. Und ja, so Sachen kommen halt immer gut an. Klar, natürlich machen das nur Kinder, aber jo, als ich mich dann an einem Nachmittag dann mit einer kleinen Gruppe getroffen habe, ich glaube, das war eine Hauskreisgruppe dann letztes Jahr noch, und haben dann viele Studium aufgehört, sind aus der Stadt gezogen und dann hat sich der Hauskreis sozusagen aufgelöst. Bedeutet, Hauskreis war halt so eine kleine Gruppe, die sich jeden Tag oder jede Woche einmal an einem Abend getroffen hat und haben ein bisschen gequatscht, ein bisschen Gemeinschaft gehabt und so weiter und so fort. Und war alles super. Und dementsprechend, so Kiesel, dein Auftritt, mein Freund. So, Schmetterli kriegt man einen kurzen, hat sich gut entwickelt. Auf jeden Fall war ich dann als Gastgeber dran, hab dann eine Schüssel gemacht. So die kamen und die Ruth, ja, da ist ja nichts drin, was bist du denn für ein Gastgeber? Ich so, wollte mich verarschen. Nee, mir ärgern dich nur, aber dann habe ich dann hier diese Tüte genommen und einfach reingehauen. Und so, was ist das? Ich bin da unten ins Lotto gegangen, hab dann für 2 Euro Süßkram geholt. So, okay, das habe ich ja vor lang nicht mehr gemacht. Und dann war das Gesprächsthema nicht mehr um die Bibelstelle, die wir uns angeguckt haben, sondern eher so um den Nostalgietrip. Das war ganz lustig. Solche Sachen mache ich halt immer noch ganz gerne. Die kommen bei den Leuten komischerweise gut an, aber selbst auf die Idee kommen, es mal wirklich zu machen, kommt halt keiner. Was eigentlich ein bisschen schade ist. Was durchaus ein bisschen schade. So, jetzt habe ich mich verquatscht, total. Wir sind jetzt auch schon fast bei einer Stunde angelangt, deswegen würde ich sagen, wir machen den Fight noch fertig.
was mir persönlich eigentlich sehr gut gefällt, dass wir mal ein bisschen länger machen, vor allem wenn man halt wirklich da einen Flow hat und mal ein bisschen erzählt, wenn man wirklich mal berichtet, dann kann man nicht einfach sagen, hier so und so viele Minuten, ich muss ja beim nächsten Part machen, dann verliert man schnell den Faden. Dementsprechend finde ich es eigentlich ganz gut zu sagen, okay, ich mache von vornherein, setze ich mir das und das Ziel, das will ich geschafft haben, egal wie lange ich brauche, und dann kannst du halt erzählen, wie du willst, ne? Und ja, so haben wir dann halt damals die Pokémon-Sticker vollgekriegt. Ist eigentlich schon krass, man hat für die Sticker und für die Kisten und für die Boxen, die man damals dann für die Sticker gekauft hat, teilweise mehr bezahlt als für das Pokémon-Sticker-Album. Und man hatte dann im Endeffekt mehr Sticker eingetauscht als Dingsbums, als es eigentlich Sticker fürs Album gab. Das war dann immer so nach dem Motto, ja, ich habe hier, es gibt nur 150 Pokémon, okay, ich habe 300 Sticker. Und dann so nach dem Motto, dann hat er dann 5 Taubsies und so weiter und so fort. Das hat mir eigentlich gefallen. Also, das habe ich beim Rewe immer so ein bisschen gefeiert, als sie nämlich diese Aktion hatten, so nach dem Motto, okay, du kannst ein Stickeralbum kaufen, bei so und so viel Euro Einkaufswert hast du 1-2 Sticker bekommen und konntest dann die Fußballmannschaft zusammensetzen, oder bei, ich glaube, bei Disney gab es das, da gab es mal so eine Disney-Aktion. Ich habe die Sticker selbst, das war eigentlich ganz lustig, auch eine coole Story. Das erzähle ich aber dann im nächsten Part, würde ich sagen. Schreibe ich mir aber kurz auf, damit ich den Faden nicht verliere. Naja, auf jeden Fall habe ich mir das jetzt fürs nächste Mal aufgehoben, weil wir werden jetzt hier den Falk besiegen und dann ist der Part nämlich auch vorbei. Und damit ich den Faden nicht verliere, habe ich mir jetzt kleine Notizen gemacht. Ich schreibe mir normalerweise kein Skript, aber vielleicht sollte ich das mal machen. Mir nebenher so ein kleines Skript schreiben, dass ich ungefähr weiß, wie man, was man so erzählt. Oh, das habe ich früher sehr oft gemacht. Gerade wo ich halt nur noch, wo ich selten Videos rausgehauen habe. Da habe ich, glaube ich, Florenzia-Videos einmal oder zweimal, maximal zweimal in der Woche gemacht, hochgeladen. Und da habe ich mir wirklich dann hier so ein kleines Notizblock gehabt und habe dann immer so erzählt, was, so aufgeschrieben, was ich so Interessantes erlebt habe und so ein Kram, und wollte das dann immer so ein bisschen erzählen oder Sachen, die mir halt eingefallen sind. Jo, unser erster Orden. Und wir schicken ein bisschen nach Hause. Wunderbar. Weil er hält den Flügelorden. Supi. Und ja, das ist so mit der Masse untergegangen. Man produziert jetzt nur noch auf Quantität und nicht mehr auf Qualität. Ich denke mal, bei Pokémon Kristall kann ich da mal ein bisschen mal ein bisschen anders machen. Ich will jetzt den Inhalt mal qualitativ ein bisschen hervorheben, nicht im Sinne von Freundlichkeit oder Artikulation, Definition und so ein Kram, sondern wirklich einfach mal vielleicht mit schönem Inhalt füllen, um einfach mal ein bisschen was zu erzählen und dementsprechend, ja, ich meine, ich muss jetzt hier die ganzen Texte bei Pokémon nicht vorlesen. Wir haben Falk besiegt, wunderbar. So, wo haben wir's? Jawoll, super. Und da taucht schon der erste Orden auf. Kann man natürlich mit Shortcuts machen, aber darauf habe ich jetzt keine Lust. So, wir kriegen jetzt von Professorin. Und hallo Walder, wir haben etwas über das Ei herausgefunden. Mein Assistent im Pokémon Center von Velor, sprich doch bitte mit ihm. Der gibt uns jetzt ein Ei. Da kommt ein Togepi raus. Ich weiß nicht. Togepi ist ganz niedlich, aber es ist halt so, es ist so schwach. So, habe ich noch Platz im Pokémon Team? Ja, habe ich. Ich habe nur den kleinen Fritz. Kleinen Fritz kann ich eigentlich auch erstmal auf die Pokébank legen. Weil das ist nicht unbedingt. Das Ei behalte ich mal. So, ja, ja, wir rufen an. Supi. So,
Den kleinen Fritz lege ich erstmal auf die Pokémon-Bank. Der wird für später aufgehoben. Es werden auf jeden Fall alle Pokémon trainiert. Ich habe auch natürlich vor, den Inkognito-Index zu bekommen und den zu vervollständigen. Also hier muss man sich wirklich Zeit und Lust nehmen. Warte mal, war der das? Hier gab es jemanden, der einen Knuffenser haben wollte. Ich sammle Pokémon. Hast du einen Knuffenser? Möchtest du gegen meinen Onix tauschen? Erstmal nicht. Ich könnte mir natürlich selbst einen Onix fangen, aber ein getauschtes Onix wächst natürlich schneller. Das ist immer super. Durch die Speed-Taste schon 6 Stunden. Ja, durch die Speed, hier das jetzt 100%, wenn ich die Speed-Taste drücke, komme ich auf knapp 8000%, dementsprechend, die Zeitangabe unten wird grausam. Also bis dahin, Leute, macht's gut, euer Graf, ciao mit V.